Uwe, 1:2 nach Verlängerung gegen die Hamburg Freezers. Schon mal so ein Spiel erlebt, wo man eigentlich unverdienter verloren hat als heute? Ja, es war, ich habe gerade auf der Presse, in der Pressekonferenz gesagt, vielleicht taktisch eines der besten Spiele der Saison für uns. Wir haben absolut solide gestanden, wir haben ganz kompakt gestanden, wenig Raum gegeben für Hamburg, die sich eigentlich im ganzen Spiel nicht entfalten konnten. Wir haben unsere Torchancen sich erarbeitet, unsere Überzahlsituation erarbeitet, im Überzahl Torchancen gehabt, 5 gegen 5 Torchancen gehabt. Die doppelte Anzahl von Torschüssen, doppelte Anzahl von qualitativ guten Torchancen. Ich denke mal, Hamburg gut gesonnen, wenn ich sage, dass es 2:1 ist mit Torchancen. Also, aber das ist, wir sehen natürlich jetzt, dass wir haben. Für mich, wir müssen das Spiel oder das Fazit des Spiels so ziehen, dass wir heute einen Punkt gewonnen haben. Das war unser bestes Spiel in den letzten Wochen und wir haben am Freitag ein sehr schweres Spiel gegen Straubing. Für uns ist es eher ein Spiel, auf das wir aufbauen werden, nach vorne schauen. Und das Wichtigste ist jetzt, dass niemand den Kopf hängen lässt, weil es natürlich sehr, sehr schnell im Sport und im Umfeld, dass dann Kritik aufkommt. Und ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, in die Richtung zu gehen. Die Mannschaft ist intakt. Wir wissen, dass wir heute gut gespielt haben. Und am Freitag gegen Straubing werden wir versuchen, wieder eine ähnliche gute Leistung zu bringen. Trotzdem sind natürlich die Punkte im Moment immens wichtig. 3 wären heute vielleicht eher drin gewesen als in anderen Spielen. Wie schwierig ist diese innere Zerrissenheit zwischen Zufriedenheit über die Leistung und Enttäuschung über das Ergebnis? Ja, ich glaube, wir sind gar nicht zerrissen. Auf die Tabelle schauen wir nach dem 52. Spiel. Bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein runter. Und jetzt im Moment konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel. Dass wir natürlich enttäuscht sind heute, das ist normal, das ist eine gute Reaktion. Das wird uns hoffentlich helfen, am Freitag wieder rauszugehen und mit viel Energie das nächste Heimspiel zu spielen. Matt McKay hat heute sein Debüt gegeben, ein Wort zu ihm? Ah, gut gespielt, die vierte Reihe hat gut gespielt, Tino Boos, Oman, McKay haben Strafzeit rausgeholt, kann man nichts sagen. Maddie spielt gut in den Ecken und ja, der wird natürlich jetzt rein müssen mit der Verletzung von Brett Breitkreuz, wenn uns etwas wehtut, kriegt er mehr seine Chance und heute hat er einen guten Start gehabt. Dein erstes DEL-Spiel, sicherlich ein Grund zur Freude. Wie war es für dich auf dem Eis und wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich meine, also als eine Mannschaft mit so einer Leistung wird man nicht so viele Spiele verlieren. So fallen die Karten manchmal einfach, aber so erstes DEL-Spiel, ich habe mich so gefreut und dass ich wieder bei den Heimen bin und ich glaube, der Herr Krupp hat es super gemacht, wie ich ins Spiel reingekommen bin. Ich habe ein oder zwei Wechsel zugeguckt und es war so schnell und dann habe ich da zugeguckt und dann beim dritten Mal durch bin ich aufs Eis gegangen und habe mich ganz gut gefühlt. Ich habe versucht, ein bisschen Körper zu spielen, ins Spiel reinzukommen und nachdem hatte ich einfach einen Riesenspaß. Das war für mich ein Traum einfach. Wie groß ist der Unterschied zu den Spielen in Duisburg, die du gespielt hast? Ja, es sind Männer hier, wo Familien haben und die kämpfen jeden Tag für einen Job und für die Mannschaft. Und das war einfach, die sind stärker und schneller und muss man sich dran gewöhnen. Und aber ich glaube, von den Spielen her, das ist das größte Unterschied. Okay, jetzt, Uwe Krupp hat dich sehr gelobt, die Reihe an sich. Du hast auch selber eine Strafe rausgeholt. Was nimmst du dir jetzt vor für das Spiel am Freitag gegen Straubing? Ich glaube, wir müssen einfach auf die Leistung heute draufbauen. Also wenn man so rauskommt mit alle 20 Spieler und Danny, wenn er so gut spielt, da wird man nicht viel verlieren. Und wenn wir auf so eine Leistung, so wie ich gesagt habe, so bilden, draufbauen und da kann er einfach nicht schief gehen und wir müssen einfach morgen wieder zum Stadion kommen, uns vorbereiten für Straubingen, das ist eine super Mannschaft und durchs Video gucken und mal sehen, was wir besser machen können. Moritz, 1:2 nach Verlängerung gegen Hamburg. Auf der Tribüne haben wir uns gefragt, wie kann man so ein Spiel verlieren? Doppelt so viele Schüsse. Ich fange mal mit der Frage an, wie kann man so ein Spiel verlieren? Ja, ich denke, das hat man gesehen. Ich denke, war eines unserer besseren Spiele, gerade zu Hause, das wir gezeigt haben. Und ich denke, was man uns vorwerfen kann, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben, um den Sieg nach Hause zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das positiv im Spiel. Ich finde, wir haben richtig gut gespielt und einen Punkt gewonnen. Hast du schon mal so ein Spiel erlebt, wo man so überlegen war und dann doch mit einer Niederlage nach Hause geht?
Ja, natürlich gibt es so Spiele, wo man drückt und drückt. Und muss sagen, John Curry hat dort auch exzellent gespielt und hat die Hamburger lange im Spiel gehalten. Und so Spiele gibt's. Und das rächt sich, wenn man seine Chance nicht macht. Aber nichtsdestotrotz, auch eine Gefahr, die ich mich wiederhole. Wir haben wirklich gut gespielt, haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Und für mich ist das das Hauptaugenmerk. Aber ist es nicht so, dass diese Punkte, die ja immens wichtig sind, und drei wären heute immens wichtig gewesen, dass die nicht so häufig auf dem Tablett serviert werden wie heute? Ja, aber das Spiel ist jetzt vorbei und es gibt nur eine Richtung, das nach vorne. Jetzt irgendwie zu überlegen, wann wir die Saison, hätten wir auch sagen können, hätten zu Hause gegen Hannover oder gegen Nürnberg. Das ist jetzt Fakt der Dinge und von jetzt aus müssen wir weiterschauen. Wir haben jetzt einen Punkt dazu gewonnen und gehen jetzt am Freitag gegen Straubing. Beschreib mal, wie das Gefühl gerade ist in dir. Ist es eine totale Enttäuschung, Fassungslosigkeit? Ist es mittlerweile dann wieder nach vorne schauen? Ist es, also wie gesagt, ich finde, dass wir gut gespielt haben und mit dem Gefühl, so fühle ich mich auch. Natürlich bin ich traurig und sauer, dass wir verloren haben, aber ich fände es schlimmer, wenn wir heute schlecht gespielt hätten. Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, das ist wichtig jetzt in der Phase, dass wir sehen, dass wir in der Phase auch ruhig spielen und unser Spiel spielen. Und für mich gibt es das nur einen Weg, das nach vorne. Alles andere jetzt irgendwie Nebenschauplätze irgendwie beachten und Tabelle ist total uninteressant. Das Spiel ist vorbei, wir haben einen Punkt und weiter geht's.